gehen wir live. VIP Stage Talk. Hallo zusammen, wir sind hier wieder bei der Profswahl Stage, hier an der Profsmesse Zürich. Mit mir habe ich den Ramon Knellwolf und den Marco Lehmann. Genau. Wie gut versteht ihr einander? Auf dem Eis, oder wie ist das gemeint? Also auf und neben dem Eis. Wir verstehen uns eigentlich sehr gut, spielen jetzt schon ein bisschen länger zusammen. Und ja, wie auf dem und neben dem Eis verstehen wir uns gut, ja. Du ja. Wir verstehen uns sehr gut, machen viel zusammen auf dem, neben dem Eis auch. Mal etwas unternehmen, ja. Ist cool mit ihm, ja. Also Kommunikation ist ja ziemlich wichtig, weil es ja Mannschaftssport ist, ist okay. Habt ihr irgendwelche Tricks, damit ihr euch besser versteht? Ja, Tricks nicht unbedingt, aber man kürzt halt, wenn es ein langes Wort ist, wo man ihm zurufen, kürzt man es halt ein bisschen ab, dass es ein bisschen schneller geht und ja. Und manchmal noch ein bisschen Englisch. Doch. Ja, wir spielen jetzt auch schon lange zusammen, also da verstehen wir uns auch sehr gut. Wir müssen auch nicht mehr so viel kommunizieren zusammen. Ja. Und Ramon, du bist ja, hast in der NLB, also in der zweiten Hockey League, hast du bereits 8 Scorerpunkte. Ja. Wie fühlst du dich nach einem Goal oder nach einem Assist? Ja, es ist sicher schön, wenn man ein Goal schießt oder einen Pass gibt zu einem Goal, aber schlussendlich zählt eben, wie du gesagt hast, ist Hockey ein Teamsport und ja, zählt das, dass man gewinnt als Team. Aber es ist sicher ein gutes Gefühl, ja. Wenn man ein schönes Goal oder einen geilen Assist macht, bekommt man dann irgendwelche tolle Wörter von den Teamkollegen? Ja, sicher, ja. Es ist schon so, dass dann ein paar Spieler zu dir ankommen und sagen, eben, hey, sehr gut gemacht und so. Selbst sicher, ja. Also man bekommt schon Kompliment. Und Marco, du hast leider nur 3 Scorerpunkte. Dafür bist du schon von der Schweizer U20 aufgerufen worden. Gibt es irgendein Gefühl, welches du spürst, wenn du aufgerufen wirst und dann mittrainierst mit der U20? Ja, natürlich sicher immer schön, wenn man für die Schweiz spielen darf. Es macht am meisten stolz, wenn man die Schweizer Liebe tragen darf. Und ja, ist immer schön, wieder für die Schweiz spielen, ja. Hast du dort auch irgendwelche Kollegen, zum Beispiel von der ZSC Lions oder irgendwelche anderen Rivalen? Ja gut, während der Saison spielen wir natürlich immer wieder gegen die Teams und wo man, dann kennen wir natürlich die Leute. Und ja, da haben wir schon ein paar Kollegen von anderen Clubs, ja, wo man dann in der Nazi auch wieder sieht. Ja, und wie habt ihr euch so können integrieren im Team? Wir sind eigentlich sehr gut. Also ich bin jetzt gerade von den Junioren aufgekommen. Er ist noch bei den Junioren, aber spielt auch schon bei uns. Und ja, wir sind sehr gut aufgenommen worden, auch von den älteren Spielern halt. Haben sie sehr gut aufgenommen. Ja, haben sie es eigentlich recht einfach gemacht. Ja, dann würde ich sagen, gibt es jetzt eine kleine Pause. Und ihr habt das Musikvideo ausgewählt und das werden wir dann jetzt sehen. Ja.